warten schon eine Ewigkeit. Also wir warten wieder, als ob ich noch ein Baby wäre. Und jetzt pennt er. Hoffentlich. Waren wir wirklich zur Disco? Ja, tschüss, was? Quatsch. Nö. Durch die alte Fabrik. Wer hat denn hier Schiss? Lass uns abhauen. Ich komm wieder. Hier stimmt es nicht. Berichte, Statistiken, Berichte, Statistiken, Berichte, Berichte, Berichte. Das wird einfach immer mehr. Wer soll das bloß alles lesen? Naja. Vielleicht sitzen ja irgendwo kleine grüne Männchen, die das alles auffressen. Morgen. Benny ist abgehauen. Mitten in der Nacht. Als ob ich nicht schon genug um die Ohren hätte. Und? Was hast du gemacht? Na, gesucht habe ich ihn. Und wisst ihr, wo er war? Disco. Genau. Ja, woher weißt denn du das? Weiß ich, in dem Alter. Die standen draußen vor der Tür und haben diesen Türsteher angestarrt, als ob gleich hinter der Tür die verdammte Karibik anfängt. Und? War ein Mädchen dabei? Ja. Ja, ein Mädchen und noch ein Junge. Also von jetzt an kann sich auf was gefasst machen. Das fürchte ich auch. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt in der Schule. Lass uns lieber zurückgehen. Meine Eltern sind sowieso schon sauer. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Erst will ich wissen, was dort verbuttelt ist. Ein Schatz? Schatz. Das kann höchstens die Beute von einem Bankraub sein. Vielleicht werden wir berühmt und kommen in die Zeitung. Hier ist es. Alles frische Erde. Das sieht aus wie ein Grab. Eine Leiche. Das wäre auch nicht schlecht. Ob so eine Leiche schon riecht? Rotschke, Kripo Leipzig.
Ah ja, ein Mann. Wir kommen sofort. Das Mädchen soll da bleiben. Sie haben einen Toten gefunden. Och Mensch, ich hab die Schnauze voll. Ich auch. Wie machen wir für einen Schlapp, was? Blödsinn, probier's doch selber, wenn du so schlau bist. Ab hier wird's hart, tiefer hat er nicht mehr gegraben. Und ihr wolltet in die Zeitung. Blöde Tusse. Dabei wäre sie die Erste auf dem Bild gewesen. Warte mal, ich habe doch noch was. Genau. Sie ist heute Morgen beim Joggen über ihn gestolpert. Das ist völlig fertig mit den Nerven. Lass sie nach Hause bringen. Okay. Also, als sie gestern Abend hier gelaufen ist, war die Leiche noch nicht da. Mach doch mal das Blaulicht aus. So ein Blödsinn mitten im Wald. Erschlagen wie ein Hund. Von hinten. Brutal, ziemlich erbärmlich. Ja, das war wirklich kein Könner. Ja, oder wie man das nennen will. Eigentlich müsste mehr Blut hier sein. Man hat ihn vielleicht in was eingewickelt. Und hierher gebracht und in den Wald geschleppt. Also hier wurde jedenfalls nicht getötet. Und die Erde? Ja, ja. Die ist nicht von hier. Wann ist es passiert? Denke mal gestern Abend schon. So zwischen 7 und 9 vielleicht. Aber genaueres... Muss die Obduktion ergeben. Wird die Obduktion ergeben. Hallo. Wir haben nichts gefunden, was als Tatwaffe in Betracht käme. Und sonst nichts weiter? Nee, nur diese winzigen Plastikfetzen hier. Ja, da war vielleicht in diese Plastikfolie eingewickelt. Möglich. Lass das prüfen. Und? Jemand hat ihn vom Auto zum Fundort geschleift und ist dann ziemlich hektisch weggefahren. Wieso hektisch? Die Reifen sind durchgedreht. Mitten in der Nacht. Herbert Fenselau, Makler und Bauträger, Beethovenstraße 7. Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Hause. Guten Tag. Frau Fenselau? Guten Tag. Mein Name ist Trautschke. Das ist meine Kollegin Zimmermann. Wir sind von der Kripo Leipzig. Guten Tag. Gott, was ist denn passiert? Es tut mir leid. Ihr Mann. Er wurde erschlagen. Gestern Abend, so gegen 8. Es tut uns leid. Ach. Und ich habe so gut geschlafen in der Nacht. Haben Sie Ihren Mann denn gestern Abend gar nicht vermisst? Doch, ja. Aber ich bin dann einfach eingeschlafen. Von was soll ich denn jetzt leben? Sagen Sie, die Spuren, sind die von Ihnen? Schrecklich, was? Ich war im Garten und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann habe ich meine dreckigen Stiefel ganz vergessen. Jede Menge Erde. Ganz frisch. Es tut mir wirklich leid. Die müssen wir leider mitnehmen. Ich muss ihn doch sicher identifizieren. Ich würde es gerne hinter mich bringen. Er hat mir einen Antrag gemacht, gestern Nachmittag. Sie wissen aber schon, dass der Mann verheiratet war. Ja, klar. Seine Frau kam ausgerechnet gestern Nachmittag zum Putzen vorbei. Zum Putzen? Seine Frau? Ja, dreimal die Woche. Gestern ja eigentlich nicht, aber dann doch. Sie heulte so rum, als sie uns sah. Es war nicht gerade der richtige Zeitpunkt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sag es ihr, habe ich zu Herbert gesagt. Was? Dass wir zusammenziehen wollten. Ihr Männer seid alle Feiglinge. Wenn es darauf ankommt, wollt ihr kneifen. Also, jetzt mal langsam, ja? Ist doch wahr. Er hat sie also nicht gesagt, ja? Natürlich hat er es ihr gesagt.
Und seine Frau? Ich habe richtig Angst gekriegt. Wieso? Die hat dieses Ding genommen und auf ihn geworfen. Aber nicht getroffen. Um ein Haar. Aber die Vitrine. Komm schon. Gut, dass Henrik weg ist. Der nervt vielleicht. Ganz schön eng hier drin. Den Gart, Kripo Leipzig, Kfz-Stelle. Ja, schönen guten Tag, Oberkommissar Maybach. Ich brauche den Namen für folgende Kfz-Nummer. Leipzig, Dora Dora, 4497. Ihre Dienststelle? Leipzig, K13A. Okay, einen Moment bitte. Hören Sie, das ist Herr Bernd Brockwitz, Kantstraße 12. Gut, danke schön und noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, Frau Maybach. Frau Maybach. Entschuldigung. Kantstraße 12. Der Herbert hatte ja sehr viel Kohle, wissen Sie? Er hatte was für uns auf die Seite gelegt. Und wusste seine Frau davon? Nee, die wusste nichts davon. Ist das sein Terminkalender hier? Ja. Darf ich? Sicher. Okay. Nach 17 Uhr. Der hat nach dem Streit noch einen Termin gehabt. B. Brockwitz, könnten wir da die Adresse haben? Natürlich. Danke. Hier wohnt er. Sieht so aus, als ob er sich aus dem Staub machen will. Wahrscheinlich will er das Land verlassen. Komm, lass uns mal nachsehen. Zum Sir geschlagen worden ist. Alles wird gut. Hallo, Liebling! Ich bin nicht mehr dein Liebling. So! Jetzt bist du stolz, was? Noch zwei Kerle, hä? Die sind von der Polizei. Die hat mit dem alten Arsch gepennt? Das war das letzte Mal! Verpiss dich! Du, komm, wir sind hier nicht auf der Baustelle. Was wollt ihr, Jüngelchen? Was ist eigentlich mit den Abdrücken auf dem Waldboden? Naja, es gibt welche, aber nur Hacken, keine Konturen. Das heißt, wir wissen nicht die Schuhgröße. Aber es gibt ein Muster, und zwar Wellenlinien. Oh. Wellenlinien. Komm, kann ich gleich mal hier auslassen? Lass dich nicht ausnehmen. Ein Griff, der hat gekuscht. Wer war denn das? Alte Meier. Der Ex-Freund von der Sekretärin. Und was ist mit der Sekretärin? Ja, eigentlich passt sie ja super zum Malte, ne? Er hat sich aber trotzdem für Fenselau entschieden. Oder besser gesagt, für seine... Komm schon. Gut, dass Henrik weg ist. Der nervt vielleicht. Ganz schön eng hier drin. Den Gart, Kripo Leipzig, Kfz-Stelle. Ja, schönen guten Tag, Oberkommissar Maybach. Ich brauche den Namen für folgende Kfz-Nummer. Leipzig, Dora Dora, 4497. Ihre Dienststelle? Leipzig, K13A. Okay, einen Moment bitte. Hören Sie, das ist Herr Bernd Brockwitz, Kantstraße 12. Gut, danke schön und noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, Frau Maybach. Frau Maybach. Entschuldigung. Kantstraße 12. Der Herbert hatte ja sehr viel Kohle, wissen Sie? Er hatte was für uns auf die Seite gelegt. Und wusste seine Frau davon?
Nee, die wusste nichts davon. Ist das sein Terminkalender hier? Ja. Darf ich? Sicher. Okay. Nach 17 Uhr. Der hat nach dem Streit noch einen Termin gehabt. B. Brockwitz, könnten wir da die Adresse haben? Natürlich. Danke. Hier wohnt er. Sieht so aus, als ob er sich aus dem Staub machen will. Wahrscheinlich will er das Land verlassen. Komm, lass uns mal nachsehen. Zum Sir geschlagen worden ist. Alles wird gut. Hallo, Liebling! Ich bin nicht mehr dein Liebling. So! Jetzt bist du stolz, was? Noch zwei Kerle, hä? Die sind von der Polizei. Die hat mit dem alten Arsch gepennt! Das war das letzte Mal! Verpiss dich! Du, komm, wir sind hier nicht auf der Baustelle. Was wollt ihr, Jüngelchen? Berichte, Statistiken, Berichte, Statistiken, Berichte, Berichte, Berichte. Das wird einfach immer mehr. Wer soll das bloß alles lesen? Naja, vielleicht sitzen ja irgendwo kleine grüne Männchen, die das alles auffressen. Morgen. Benny ist abgehauen. Mitten in der Nacht. Als ob ich nicht schon genug um die Ohren hätte. Und? Was hast du gemacht? Na, gesucht habe ich ihn. Und wisst ihr, wo er war? Disco. Genau. Ja, woher weißt denn du das? Weiß ich, in dem Alter. Die standen draußen vor der Tür und haben diesen Türsteher angestarrt, als ob gleich hinter der Tür die verdammte Karibik anfängt. Und? War ein Mädchen dabei? Ja. Ja, ein Mädchen und noch ein Junge. Also von jetzt an kannst du dich auf was gefasst machen. Das fürchte ich auch. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt in der Schule. Lass uns lieber zurückgehen. Meine Eltern sind sowieso schon sauer. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Erst will ich wissen, was dort verbuttelt ist. Ein Schatz? Schatz. Das kann höchstens die Beute von einem Bankraub sein. Vielleicht werden wir berühmt und kommen in die Zeitung. Hier ist es. Alles frische Erde. Das sieht aus wie ein Grab. Eine Leiche. Das wäre auch nicht schlecht. So eine Leiche schon riecht? Oh, woher weißt denn du das? Ja,
weiß ich, in dem Alter. Die standen draußen vor der Tür und haben diesen Türsteher angestarrt, als ob gleich hinter der Tür die verdammte Karibik anfängt. Und? War ein Mädchen dabei? Ja. Ja, ein Mädchen und noch ein Junge. Also von jetzt an kann sich auf was gefasst machen. Das fürchte ich auch. Naja, auf jeden Fall ist er jetzt in der Schule. Lass uns lieber zurückgehen. Meine Eltern sind sowieso schon sauer. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Erst will ich wissen, was dort verbuttelt ist. Ein Schatz? Schatz. Das kann höchstens die Beute von einem Bankraub sein. Vielleicht werden wir berühmt und kommen in die Zeitung. Hier ist es. Alles frische Erde. Oh, das sieht aus wie ein Grab. Eine Leiche. Das wäre auch nicht schlecht. Ob so eine Leiche schon riecht? Trotschke, Kripo Leipzig. Ah ja, ein Mann. Wir kommen sofort. Das Mädchen soll da bleiben. Sie haben einen Toten gefunden. Och Mensch, ich hab die Schnauze voll. Ich auch. Die machen wir für einen Schlapp, was? Blödsinn, probier's doch selber, wenn du so schlau bist. Ab hier wird's hart, tiefer hat er nicht mehr gegraben. Und ihr wolltet in die Zeitung. Blöde Tusse. Dabei wäre sie die Erste auf dem Bild gewesen. Warte mal, ich habe doch noch was. Genau. No. Sie ist heute Morgen beim Job über ihn gestolpert, ist völlig fertig mit den Nerven. Lass ihn nach Hause bringen. Okay. Also, als sie gestern Abend hier gelaufen ist, war die Leiche noch nicht da. Mach doch mal das Blaulicht aus. So ein Blödsinn mitten im Wald. Erschlagen wie ein Hund. Von hinten. Und brutal, ziemlich erbärmlich. Ja, das war wirklich kein Könner. Ja, oder wie man das nennen will. Eigentlich müsste mehr Blut hier sein. Man hat ihn vielleicht in was eingewickelt. Und hierher gebracht und in den Wald geschleppt. Also hier wurde jedenfalls nicht getötet. Und die Erde? Ja, ja. Die ist nicht von hier. Wann ist es passiert? Es tut uns leid. Ach, und ich habe so gut geschlafen in der Nacht. Haben Sie Ihren Mann denn gestern Abend gar nicht vermisst? Doch, ja. Aber ich bin dann einfach eingeschlafen. Von was soll ich denn jetzt leben? Sagen Sie, die Spuren, sind die von Ihnen? Schrecklich, was? Ich war im Garten und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann habe ich meine dreckigen Stiefel ganz vergessen. Jede Menge Erde. Ganz frisch. Es tut mir wirklich leid. Die müssen wir leider mitnehmen. Ich muss ihn doch sicher identifizieren. Ich würde es gern hinter mich bringen. Er hat mir einen Antrag gemacht, gestern Nachmittag. Sie wissen aber schon, dass der Mann verheiratet war. Ja, klar. Seine Frau kam ausgerechnet gestern Nachmittag zum Putzen vorbei. Zum Putzen? Seine Frau? Ja, dreimal die Woche. Gestern ja eigentlich nicht, aber dann doch. Sie heulte so rum, als sie uns sah. Es war nicht gerade der richtige Zeitpunkt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Sag es ihr, habe ich zu Herbert gesagt. Was? Dass wir zusammenziehen wollten. Ihr Männer seid alle Feiglinge. Wenn es darauf ankommt, wollt ihr kneifen. Also, jetzt mal langsam, ja? Ist doch wahr. Er hat sie also nicht gesagt, ja? Natürlich hat das ihr gesagt. Und seine Frau? Ich habe richtig Angst gekriegt. Wieso? Die hat dieses Ding genommen und auf ihn geworfen. Aber nicht getroffen. Um ein Haar. Aber die Vitrine. Komm schon.
Gut, dass Henrik weg ist. Der nervt vielleicht. Ganz schön eng hier drin. Den Gott, Kripo Leipzig, Kfz-Stelle. Ja, schönen guten Tag, Oberkommissar Maybach. Ich brauche den Namen für folgende Kfz-Nummer. Leipzig, Dora Dora, 4497. Ihre Dienststelle? Leipzig, K13A. Okay, einen Moment bitte. Hören Sie, das ist Herr Bernd Brockwitz, Kantstraße 12. Gut, danke schön und noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören, Frau Maybach. Frau Maybach. Entschuldigung. Kantstraße 12. Der Herbert hatte ja sehr viel Kohle, wissen Sie? Er hatte was für uns auf die Seite gelegt. Und dann...